Megaserie von Nerf, kennt ja jeder. Da könnt ihr ja die dicken Brummer hier mit verschießen. Es gibt es Adapter, die ihr dann in die Plaster ja, reindrücken könnt. Und damit könnt ihr dann die normalen Elite-Darts verschießen. Gibt es welche von Worker und der hier ist ganz neu von Plaster Parts. Und da wollte ich heute mal so einen kleinen Vergleich machen. Ja, hier mal ein kurzer Preisvergleich. Die Hülsen von Plaster Parts kosten fast immer das Doppelte wie die von Worker, außer bei der für die Mega Big Shock. Hier seht ihr zum Beispiel Roto Fury 10 Hülsen, circa 47 Euro. Und das Set von Worker kostet zum Beispiel auf eBay nur rund 24 Euro. Hier aber dann wieder der Versand aus China. Ja, und wenn wir schon dabei sind, das 6er Worker Set für die Cyclone Shock kostet dann rund 18 und die einzelne Hülse für die Big Shock rund 9 Euro. Hier mal gerade zum Vergleich. So bekommt ihr die Plaster Parts Hülse geliefert. Das ist jetzt eine einzelne. Gibt es ja noch im 10er Pack. Und das ist dann die Verpackung von Worker. Jo, dann zeige ich mal so ein bisschen den Unterschied zwischen den beiden Kits, einmal von Worker und das dann von Plaster Parts. Ich muss dabei sagen, ich habe für die Cyclone Shock ein paar von den Adaptern und für die Roto Fury, das war dieses Pack hier gewesen, ich habe nur keine Roto Fury. So, es gibt ja noch extra von Worker für die Big Shock einen Adapter. Ich habe gedacht, die würden reinpassen, war aber leider nicht so gewesen. Und deswegen hatte ich mir extra noch eine bestellt, um nachher schöner den Reichweitenvergleich machen zu können. Geht jetzt leider nicht. Wir machen das nachher mit der Cyclone Shock, weil da passen halt beide Hülsen rein. So, hier haben wir die Shells. Fangen wir einfach mal an. Von der Größe, ihr seht, die von Worker ist ein bisschen länger. Ich kann hier mal gerade einen Zollstock holen, den ich jetzt hier nicht liegen habe. Ich habe eben noch was vorgestellt. Oh, der ist wahrscheinlich unten jetzt. Jetzt habe ich keine Lust runterzugehen. Egal, macht nichts. Verarbeitung nicht wundern. Die sieht ein bisschen ramponiert aus, weil die halt super schlecht aus der Big Shock rauszubekommen ist. Kann ich gleich nochmal zeigen. Habt ihr aber bereits schon im Video gesehen, wo ich die vom Plaster Parts vorgestellt habe. So, jetzt gucken wir mal gerade. Genau, hier ist immer oben. Ihr seht, bei Worker ist ein Gewinde mit drin. Und hier ist dann halt alles glatt. Die von Plaster Parts hat noch O-Ringe. Das sind die hier. Damit die nachher besser im Plaster hält. Lassen sich eigentlich relativ leicht lösen. Ihr müsst das hier so ein bisschen nach oben drücken und dann könnt ihr, oh, ja, manchmal ist es ein bisschen, ein bisschen schwerer. Bei dem hinteren hatte ich immer Probleme gehabt. Oh, ja, das ist jetzt, genau, jetzt geht's und dann kann man das hier so runter machen, seht ihr. Man muss, je nachdem welchen Plaster man benutzt, unterschiedliche Größen nehmen. Zum Beispiel bei der Big Shock, ich zeige es direkt mal, habt ihr den kleineren und dann den etwas größeren. Dann wird das jetzt hier reingedrückt und hält Bombe. Also das ist kein Thema, das kann man jetzt super gut verschießen. Ich mache das mal hier rein. Papp, kein Thema. Aber das rauszubekommen, Plaster Parts hat ja geschrieben, man soll eine ganz schmale Zange nehmen. So eine schmale Zange habe ich überhaupt nicht. Pinzette, keine Ahnung. Am einfachsten ist es, ihr holt euch einen breiten Schraubendreher und drückt den unter den Rand hier drunter und dann könnt ihr das hier so rausmachen. So, zack, dann ist es draußen. Wie gesagt, die von Worker gehen nicht. Das ist die für die Cyclone Shock. Roto Fury und für die Big Shock gibt es ja nochmal eine extra, die ich ja nicht habe. Leider, leider. So, ja, möchte man jetzt, das zeige ich gleich, also von der Qualität her tut sich da nichts. Die sind beide sehr gut verarbeitet. Worker oder Plaster Parts. Die ist noch minimal ein bisschen schwerer.
Und möchte man diese jetzt in die Cyclone Shock einsetzen. So, jetzt muss ich es nochmal machen, nach oben drücken. Und dann kann man das hier so wegmachen. Wo habe ich den anderen? Das ist auch ein bisschen nicht so toll gelöst, sage ich es mal. Weil man muss halt gucken, habe ich das jetzt richtig eingesetzt? Ich weiß es gar nicht. Moment, das ist jetzt der große. Ja, da kommt man manchmal. Genau, ja. Bei der Cyclone Shock werden zweimal die kleinen gesetzt. Ja, das mit den Ringen ist auch nicht so gut gelöst, weil man könnte diese schon mal verlieren. Ich sage jetzt aber mal, wenn man sich ein komplettes Set kauft, was ja sehr, sehr teuer ist, ihr habt eben die Preise gesehen, die von Worker kosten weniger als die Hälfte, könnte man natürlich an jeden Shell so ein Gummi dran machen und da muss man nicht tauschen. So, jetzt habe ich hier beides mal die kleinen dran gemacht. Jetzt ist es kein Thema. Das war ja auch noch nicht so gut erklärt in der Bedienungsanleitung. Da gibt es zwar ein paar Bilderchen, seht ihr, aber wie nachher die richtig rum reingesetzt werden, ist hier nicht erklärt worden. Boah, so, jetzt muss ich nochmal drücken. So ist es auf jeden Fall dann nachher richtig, dass der so ein Stück rausguckt. So, jetzt haben wir sie. Genau. Ah, Gewinde, bevor ich es vergesse, das ist das Coole bei Worker. Ihr habt hier noch so ein kleines Teilchen mit dabei und da ist der Gegenpart vom Gewinde. Das könnt ihr dann hier so reinschrauben und so könnt ihr die nachher rausziehen. Das ist auf jeden Fall mal besser gelöst, wenn ihr die nachher passend für die Big Shop hat. Einfach reinstecken, reindrehen, zack, rausziehen. Da braucht ihr keine Zange, keinen Schraubendreher mitnehmen. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. So, die wird jetzt auch einfach hier reingedrückt und die hält auch sehr gut. Und dann, zack, könnt ihr die jetzt hier wieder rausmachen. Bei Blaster Parts, boah, könnt das vergessen, kriegt das so nicht raus. Das heißt, ihr müsst eine Zange mitführen. Jetzt muss ich mal gucken, ob das überhaupt so funktioniert. Boah, und das Ding dann rausziehen und ihr seht, was dann passiert mit der Zeit, geht die kaputt. Nicht gut gelöst, sage ich nur. So, wir machen sie trotzdem mal jetzt hier wieder rein. So, zack. Das mache ich ab. Ja, ich habe nur eine von Blaster Parts, weil, wie gesagt, ich musste die selber kaufen. Und die war mir dann halt doch ein bisschen zu teuer. Die sind aber von der Größe her, müssten die alle gleich sein, weil die ja teilweise immer ein Stück rausgucken. Finde ich dann auch schöner gelöst von Worker. Guckt mal hier. Für jeden Blaster gibt es eine extra Hülse. Und das sieht auch mal besser aus, wenn die sich schön hier so, wenn die schön abschließen, als dann aus dem Blaster rauszugucken. Jo! Man könnte, falls mal eine bisschen rausgehen sollte, noch vielleicht so ein kleines Tape drumherum machen, dann kann man die noch mal besser reindrücken. Doppelseitiges geht nicht. Das muss schon was sein, was nicht direkt klebt, sondern so ein bisschen die Hülse dann dicker auspolstert. So, jetzt brauche ich mal zwei Nerf-Männer. So, schieben wir die mal hier rein. Das funktioniert gut. Und jetzt nehmen wir den hier. Kein Thema. So, dann seht ihr hier nochmal den Unterschied. Gucken vorne so ein bisschen raus. So, dann schießen wir mal gerade eine Runde. Jetzt kommt die vom Plaster Parts. Poots. Und jetzt kommt die von Worker. Jo, kein Thema. So, jetzt nehmen wir mal China Darts. Die gehen ja bekanntlich immer ein bisschen schwerer rein, weil die minimal dicker sind. Ja, da muss ich ein bisschen mehr drücken. Zack. Ist drin. Und jetzt tun wir die noch in die Worker rein. Jo, da tut sich nicht viel. Geht beides ein bisschen schwerer. Schuss 1, Schuss 2. Kein Problem. So, hier haben wir wieder meinen Zollstock. Jetzt kann ich euch das auch mal zeigen. Die Länge. Was haben wir hier? Ungefähr 8,5. Und die Worker für die Cyclone Shock hat dann circa, wow, ihr seht's, 7,9. Roto Fury bringt's auf. Bleibst du hier? 6,7 würde ich mal behaupten. Big Shock, wie schon gesagt, habe ich leider nicht. Hier haben wir noch die Hot Shock. Kennt ihr der ein oder andere? Das
funktioniert bei beiden nicht. Das könnt ihr dann leider vergessen. Nicht möglich. So, bei uns auf dem Sportplatz. Schirm 15, links 20, rechts 25 bei den Pylönchen. Ich verschieße es erstmal 4 Megahertz, 2 gerade, 2 schräg. Und dann jeweils kommt der vom Plaster Parts und dann haben wir hier noch den Worker. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Genau. Hoi, 10 Meter. Ja, auch so 10. Und jetzt halten wir das mal ein bisschen schräger. Hui. Oh, wo ist denn der aufgekommen? So 21. Juhu. Und das waren vielleicht 17. Ja, so sind die Darts halt. Jetzt sollte... Oh, genau, jetzt kommt der Blaster Parts. Ich halte gerade. Boah. Ich glaube, der ist bei der 20 gelandet. Jetzt kommt der Worker. Der ist ein bisschen gestrauchelt, gerade hinter die 16. So, ich drehe das Ganze nochmal. Ich habe ja nicht so viele Shells. Machen wir das nochmal. So. Jetzt kommt wieder Plaster Putz, Nerf Darts. Ja, der ist jetzt zum Beispiel auch abgekackt. Ich finde das so geil. Und jetzt kommt wieder der Worker. Oh, der ist so knapp um die 17. So, machen wir das nochmal. Und dann schieße ich die mal ein bisschen schräger. Also ich glaube, bei Darts kann man fast gar nicht sagen, dass die teilweise sich großartig von der Reichweite dann unterscheiden. Gut, bei der Rampage war es gewesen, wo ich die getunt habe. Gerade geschossen, genau. Boah, der sah erst gut aus, dann hat er abgekackt, so um die 20. Und jetzt kommt nochmal der Worker. Der hat jetzt wieder abgekackt. So, schön, schön. Das Ganze mache ich jetzt mal mit China Darts. China Darts. Die machen wir jetzt mal hier rein. Die gehen ja ein bisschen schwerer. Zack. Und wir halten das Ganze jetzt, oh, Junge, ey, ein bisschen schräger. So. Also. So, jetzt kommt wieder Plaster Parts, schräger gehalten. 25 würde ich mal sagen. Jetzt kommt der Worker. Der hat nicht so viel Bums, der Worker, finde ich. Der ist knapp über die 20, also fast 5 Meter kürzer. So, machen wir nochmal einen Chinamann rein. So. 2 sind wieder drin. So, jetzt kommt wieder Plaster Parts. Der war weit. Oh, bestimmt 27. Und jetzt kommt wieder der Worker. Der ist genauso weit geflogen. Ich finde das zu genial. Also jetzt sage ich mal, bis jetzt kann ich da großartig keinen Unterschied feststellen. So, nochmal dasselbe, weil es so viel Spaß macht. Schreck gehalten. Schön gerade geflogene China-Dart. Kurz vor die 25. Und der Worker, der ist so um die 26 Meter geflogen. Jetzt zu guter Letzt machen wir noch 4 Nerf-Darts. Verschießen wir noch. Schräg gehalten. Und dann gucken wir uns dann mal die Reichweite an. Boah, ganz schön kalt heute. Zwar das Schöne am Winter ist, kein Wind, aber schweinekalt. So, Nerf. Hammer. Ich glaube, boah, fast 30 Meter. Jetzt kommt der Worker. 25. Also da war wieder ein bisschen kürzer gewesen. Boah, meine Hände werden kalt. So. Und wieder 2 rein. Ich glaube so um die 27. Und nochmal der Worker. Ja, der ist auch so um die 27 geflogen. Also großartige Unterschied zwischen den beiden konnte ich jetzt nicht so feststellen. So, dann probieren wir das Ganze mal aus hier mit der Big Shock. Halt mal gerade. Oh, 10 Meter vielleicht, nicht der Rede wert. Einen schräg noch. Oh, wie weit ist der so? Oh, so 21 fast. So, hier ist der Adapter. Der kommt da jetzt rein. Und nehmen wir die Nerf Darts.
Ja, das waren jetzt bestimmt so 22 Meter. Ja, es wird ein bisschen dunkel jetzt. Es ist halt Winter, wird es früher dunkel. Jo. Auch nicht verkehrt. Ich denke mal so 23. Machen wir noch einen. Oh, meine Hände werden kalt. Oh, der hat wieder abgekackt. Das waren jetzt vielleicht so, oh, 17, 18 gewesen. So, Schrecke halten das Ganze. Oh, voll verkackt, auch nur so 17 gewesen. Der ist, oh ja, so kurz vor die 25. So, machen wir noch einen rein hier. Und der ist, oh, ich denke mal so fast 26 Meter geflogen. Also wie sie gerade Bock haben. So, jetzt nehmen wir noch vier Chinesen im Kontrabass. Chinas, die gehen ja ein bisschen schwerer rein. Oh, die kriegt man. Also tut man schon den Dart so ein bisschen drücken am Schluss. Nicht so toll. Geil, voll abgekackt. Das war ja nichts gewesen. Gucken, ob das. Oh, die kriegt man fast. Ihr seht, das ist super schwer reinzudrücken, also nicht so gesund. Ja, das könnte er vorher knicken. Also mit den China-Darts mag es es in der Big Shock überhaupt nicht. So, ach, so vielleicht 18 und einen haben wir noch. Der ist dann ja knapp bei 15 Meter. So, dann kommt mal meine persönliche Meinung. So einfach ist das gar nicht mal. Fangen wir mit der Verarbeitung an. Ich finde die beide klasse, da gibt es gar nichts zu bemängeln. Plasterparts, ich habe mich mit dem auf Facebook unterhalten, hat die mit gedreht angegeben. Die sind gedreht und nicht gegossen. Für mich als Laie, ich sehe da keinen Unterschied, auch wo das vielleicht sich nachher bemerkbar machen sollte. Bei Worker ist noch schön, ihr habt eine Dartrichtung, also seht ihr hier, so muss nachher der Dart da rein. Bei Plasterparts musste ich erstmal auf den Fotos schauen, wie die reinkommen. Ja. Die Hülse von Plasterparts ist eine, wie soll man sagen, eine Hülse für alle Plaster. Das ist schon mal vom Vorteil, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht in jedem Plaster den voll machen wollt mit Hülsen, sondern Montag mal den Plaster, Dienstag mal den Plaster, dann müsst ihr nicht so viele Hülsen kaufen. Das ist ja bei Worker anders. Da sind ja für jeden Plaster gibt es eine Hülse. Von der Länge her ist die halt unterschiedlich. Zum Beispiel passt die ja nicht jetzt in die Big Shock rein. Ihr müsst aber dann, wenn ihr die Hülsen wechselt, bei Blasterparts hier diese Ringe wechseln, je nachdem, was für ein Plaster ihr benutzt. Ja, manchmal geht es weniger gut. So, jetzt geht es zum Beispiel gut. Ihr habt ja noch diesen anderen Ring mit dabei. Der ist mir aber fast schon verloren gegangen. Also den müsst ihr dann wieder irgendwo hinlegen, wo man auch direkt dann wiederfindet. Finde ich dann hier besser gelöst. Einfach reindrücken und keine Ringe und so, man kann auch nichts verlieren. Ja, und jetzt kommt für mich halt die Sache, die ich nicht so toll finde. Ihr seht schon, der ist ziemlich ramponiert. Das liegt auch an der Zange, teilweise an dem Schraubendreher. Wenn ihr den einsetzt, habe ich ja schon gezeigt, ihr macht ihn hier rein. Wo ist mein Schraubendreher? Da ist er. Ach, ich frage nochmal, ich wollte einen schon gepackt haben. Erst schreiben sie ja, ihr sollt eine flache Zange nehmen. Ich habe keine gehabt. Jetzt kann man hier einen breiten Schraubendreher nehmen, drückt das dann hier so drunter und kann das so raushebeln und rausziehen. Zeige ich nochmal bei der Cyclone Shock. Den stecken wir jetzt hier rein. Was mir dann auch nicht so gut gefallen hat, dass die hier vorne so ein Stück rausgucken. Das hat Worker auch besser gelöst. Finde ich, persönliche Meinung. Schließt richtig schön ab. Man sieht es nicht. So. Jetzt kann man hier wieder eine Zange nehmen und kann die Hülsen rausziehen. Muss eine Zange dabei haben. Finde ich auch nicht so pralle. Bei Worker. Moment, jetzt tue ich gerade das rein nochmal. Ja, so, bei Worker. Es ist zwar auch ein bisschen umständlicher, weil man muss halt immer den Gegenpart vom Gewinde hier reindrehen. Seht ihr? Und dann könnt ihr das so rausziehen. Jo, dafür schließt sie aber schöner ab. Natürlich für mich persönlich dann noch
das K.O.-Kriterium überhaupt, der Preis. Ich habe das mal eben so ein bisschen zusammengeschrieben. Wenn man für jeden Plaster die Hülsen kauft, ich sage jetzt mal, ihr könntet hier 10 Hülsen kaufen, die könntet ihr dann in alle Plaster reinmachen. Dann wärt ihr zum Beispiel bei einem Preis ungefähr ja, 47 Euro. Aber wenn man alle kaufen würde, für jeden Plaster, kämmt ihr bei Blasterpass auf ungefähr 90 und bei Worker auf ungefähr 50. Also man würde 40 Euro sparen. Und optisch sähe es dann halt auch noch ein bisschen schöner aus. Gut, das eine wird aus China verschickt, das hier ist dann made in Germany. Ihr habt es dann halt schneller. Ich wollte es halt nur mal ansprechen. So, dann haben wir mal das Video hier gemacht. Jetzt könnt ihr euch dann selber Gedanken machen, was findet ihr gut, was findet ihr weniger gut. Ich wollte es nur mal gezeigt haben. Die einen haben Vorteile, die anderen haben Nachteile und umgekehrt. Das war wieder Testmischung von YouTube. Sagt mal tschüss, bis zum nächsten Mal.